Ja, Jan, was ist denn hier los? Ja, das macht Licht vorne raus. Krass, ne? Sachen gibt's. Und das kann auch andere Seite, guck mal. Ja, auch. Siehst du? Ja. Und hinten auch. Was hältst du eigentlich vom Blinker am Fahrrad? Ja, überfällig, würde ich sagen. Blinken statt winken. Statt die Hand vom Lenker zu nehmen, kannst du einfach dran lassen. Bedeutet im Grunde genommen mehr Sicherheit. Du kannst besser lenken. Auf jeden Fall pro viel Blinker. Verkehr. Auf jeden Fall pro Blinker. Es gibt nur Vorteile dabei. So, weiter geht's. Daniel, unser Werkstattleiter. Moin, Peter. Daniel, ja. Was hältst du von Blinkern am Fahrrad? Gute Idee. Also ähnlich wie Bremslicht, was ja jetzt schon deutlich weiter verbreitet ist, glaube ich, dass das deutlich zur Sichtbarkeit und Wahrnehmung im Straßenverkehr führt. Ja. Also du wirst einfach ganz anders gesehen, weil die Leute oder die Kraftfahrer im Moment noch nicht damit rechnen, dass ein Fahrrad einen Blinker hat. Und ich glaube, dass du einfach als viel größeres Fahrzeug wahrgenommen wirst. Was hältst du generell privat da so von? Was wie Blinker am Fahrrad? Wie stehst du dazu? Also für die Verkehrssicherheit ist das natürlich einfacher. Ich sag mal, wenn man abbiegen möchte, hat man ja früher oder hat man ja immer noch den Arm ausgeschwenkt. Das ist natürlich für die Verkehrssicherheit natürlich einfacher. Wenn ich nur einen Knopf drücke, dann habe ich beide Hände am Lenker. Ist das natürlich, ich kann auch zur Seite kommen. Ja. Ist das natürlich vom Grundsatz natürlich schöner zu sehen, dann kann man ja vorher schon ankündigen, ich möchte jetzt abbiegen. Und du bist ja also auch Motorradfahrer, wie soweit ich weiß, du fährst eine dicke, fette Ducati, kann man auch mal sagen. Und wahrscheinlich ist die Frage wahrscheinlich sowieso schon rein rhetorisch, weil beim Motorrad würdest du ja auch noch auf die Idee kommen, 120 einen Arm rauszustrecken oder so. Ne? Es ist nicht vergleichbar mit dem US-Pedelec, aber. Letztendlich ist ja gesehen ist Zweirad, es, ne? Ist es so, ja. Man, es fängt ja alles ein bisschen mehr an zu flattern, sage ich mal. Deswegen, also Blinker und Bremslicht und sowas, das macht natürlich alles Sinn. Ne? Gerade für den Hintermann, ne? Vorausschauendes Fahren. Alles klar. Leon, vielen Dank. Gerne, gerne. Bis dann. Viel Spaß. Ja, ich gehe mal weiter. Entschuldigung, ich muss die Hände aufstellen. Alles gut. Ja, jetzt haben wir hier Kelvin. Kelvin, moin. Auch die Frage an dich wie an Leon. Was hältst du vom Blinkern am Fahrrad? An und für sich finde ich das ist eine gute Sache. Macht das auch alles beim Fahren durchaus wesentlich sicherer. Also eigentlich pro Blinker. Ja, pro Blinker. Super, alles klar. Danke dir. Ja. Ja, Kai Hohendorn. Hast du was mit dem Nils? Bist du mal verwandt irgendwie, verschwiegert oder so? Ich glaube, das kann sein. Ich glaube, das ist mein Bruder. Ergo. Kai, Blinker am Fahrrad haben wir jetzt ja ein großes Thema hier. Ja. Was hältst du davon? Ja, super coole Geschichte, weil das Verkehrsaufkommen wird ja immer mehr. In den ganzen Städten, auch auf den Dörfern oder wenn man im Dunkeln mal unterwegs ist. Ja, da will ich ja schnell mal ein Handzeichen oder sowas wird übersehen. Von daher, mega geile Geschichte. Und sogar mit Warnblinker. Finde ich noch besser. Super, vielen Dank. Gerne. Steffi, dass ich dich vor die Kamera bekommen habe. Vielen, vielen Dank. Auch an dich die Frage. Wir haben jetzt ein Video vor, Fahrradumbau auf Blinker. Was hältst du von Blinkern am Fahrrad? Blinker am Fahrrad finde ich eine super Idee. Also ich bin ja viel mit dem Lastenrad unterwegs. Und immer wenn ich da die Hand heben muss, verteilt sich schon das Gewicht. Das merkt man schon. Von daher bin ich pro Blinker. Ja. Kann man auch nicht dazu sagen, du bringst ja jeden Morgen die Kinder in den Kindergarten mit dem Lastenrad. Genau. Ne? Also ist ja auch ein Sicherheitsaspekt. Genau. Cool. Völlig Dankeschön. Wunderschönes Wetter, also mal wieder Zeit für eine Außenaufnahme. Und wie soll es anders sein, das Thema Turntag bzw. Blinker am Fahrrad ist sehr präsent auf unserem Kanal. Ja, so ist das. Genau. Und darum haben wir gesagt, wir gehen mal nach draußen, wir fahren mal eine kleine Runde und wir zeigen mal die ganzen Funktionen von diesem Blinksystem. Und was wollte ich noch sagen? Eins kann ich schon mal vorwegnehmen, es fühlt sich extrem gut an, mit Blinkern am Fahrrad auf dem Fahrradweg zu fahren oder auf dem Fahrrad zu fahren, weil es ist einfach ein super sicheres Gefühl. Wir wollen ja die Funktion auch zeigen, dass der Blinker blinkt, wo er aus ist. Also, obwohl ich den Knopf gar nicht drücke.
Nee. Das erklären wir gleich nochmal im Detail. Die Kamera läuft aber, oder? Die Kamera läuft, ja. Gut, dann biege ich jetzt ab. Ja, da hättest du jetzt gerne, ne? Moin. Ich kann auch hier dann anhalten und ich mache das und ich lasse extra noch mal den Blinker bzw. die Seite vom Blinkertaster los, weil wenn wir den Blinkertaster 2 Sekunden lang gedrückt halten, dann haben wir ein Dauerblinken in die gewünschte Fahrtrichtung. Und wenn wir nur einmal kurz drauf drücken, dann blinkt der Blinker ungefähr 10 Mal hintereinander und dann geht er von selbst wieder aus. Aber wenn ich mal an einer Straße warten muss, um vorbeifahrende Autos durchzulassen oder wie auch immer, dann möchte ich ja, dass trotzdem gesehen wird, dass ich abbiegen möchte. Und darum gibt es diese Funktion. So, jetzt sind alle Autos weg. Ja, warte. Ja, gut. Aber wenn ich gleich, wenn gleich alle Autos weg sind und ich biege ab, dann drücke ich noch einmal kurz auf den Blinker und dann ist er aus. Kannst du jetzt sehen. Und der Blinker ist aus. Ja. Ja, da macht er eine Mittagspause hier. Weil es auch sehr wichtig ist, hinter. So. Du musst das Video ja noch eröffnen. Ach so, hier, an dem Part sind wir jetzt. Alles klar. Und hier ein weiteres Video mit Nils Hogendorn. Moin erstmal. Also alles ist ein klein wenig durcheinander und wir haben ein paar Fahrproben gemacht. Ich habe ja ganz zu Anfang auch gesagt, ich fühle mich einfach unheimlich sicher, wenn ich mit einem Fahrrad unterwegs bin, an dem Blinker montiert sind. Und was man auf jeden Fall sagen kann, als allererstes, wenn man Blinker hört, dann denkt man vielleicht, oh, das ist Spielerei, das ist was für Kinder zum Spielen. So hat man es damals vielleicht betrachtet. Damals gab es ja auch diese Winker, die man am Gepäckträger hatte. Vielleicht kennt der ein oder andere die noch. Jetzt haben wir aber vollwertige Blinker in einer wirklich schönen Größe. Kleines bisschen größer als ein Centstück, muss man ja auch mal dazu sagen. Also wirklich schön klein, haben wir auch im allerersten Video mal vorgestellt. Und jetzt geht es aber einfach mal darum, um die Funktion. Wir haben ja auch eine Umfrage gemacht und da kamen ja so die ein oder anderen, die gesagt haben, ja, macht nur Sinn, wenn er auch benutzt wird. Ich meine, das ist ganz klar, das ist geklärt sich von selbst. Aber es macht auch Spaß, diese Blinkanlage zu benutzen, weil die Bedieneinheit, die sitzt hier wirklich ergonomisch sehr optimal unterm Lenker. Hier oben habe ich die Bedieneinheit von meinem Bosch E-Bike-System. Und hier habe ich dann meine Blinkertaster. Jetzt gerade siehst du ja auch, ich habe die Warnblinkfunktion eingeschaltet. Drücke ich einmal drauf, ganz egal ob nach links oder rechts, und die Warnblinkfunktion ist aus. Und wenn ich die aktivieren möchte, dann halte ich sowohl den linken als auch den rechten Blinkertaster gedrückt für ungefähr 2 Sekunden. Und jetzt sehe ich schon, alles klar, Warnblinkanlage ist aktiviert. Dann haben wir quasi nur noch die Funktion nach links oder rechts blinken. Ist auch wirklich einfach. Ich drücke einmal drauf. Jetzt blinkt der Blinker ungefähr 10 Mal. Ich habe jetzt nicht mitgezählt. Und geht automatisch wieder aus. Wenn du jetzt an einer Kreuzung stehst und du möchtest zum Beispiel abbiegen, dann drückst du in die gewünschte Richtung und hältst den Taster ungefähr 2 Sekunden lang gedrückt und dann hast du ein Dauerblinken. Dann geht das Blinken erst aus, wenn du abgebogen bist und erneut einmal kurz auf den Taster drückst. Welche Frage aber auch kam und was ich auch gelesen habe, ja, das macht ja nur Sinn, diese automatische Ausschaltfunktion. Was ist denn, wenn man abbiegt und es blinkt einfach weiter? Und das finde ich immer gut. Solche Kommentare inspirieren mich immer noch mehr, um noch mehr zu quatschen, weil wenn ich jetzt einmal drauf drücke, dann haben wir ja die 10-mal-Blinkfunktion. Drücke ich aber wieder drauf, ist der Blinker aus. Das heißt, selbst wenn ich einmal kurz blinken möchte, ist der Blinker auch sofort wieder aus. Das heißt, er blinkt einfach so, wie du ihn bedienen möchtest. Und er macht quasi auch das, was du wirklich im Alltag, im Straßenverkehr wirklich benötigst. Wenn du dich jetzt fragst, okay, alles klar, das Video sehe ich jetzt über Blinker. Wie wird das denn montiert? Kann ich das an meinem Fahrrad auch nachrüsten? Also ich habe an diesem Riese und Müller Charger 4 Touring, habe ich die Blinkanlage nachgerüstet,
auf diesem Kanal findest du auch ein Video, wo ich diese Blinkanlage installiere. Und schau dir das einfach mal an, wenn dich das interessiert. Vielleicht sagst du, okay, kann ich selbst nachmachen zu Hause. Ansonsten darfst du natürlich auch gerne zu uns nach Jadaberg kommen und wir montieren dir die Blinkanlage. Ich sage ja immer wieder, Zweirad Hogendörn, der YouTube-Kanal, steht auch für Innovation. Und das war auch halt einfach immer wieder was Schönes, Neues aus dieser Fahrradwelt vorstellen. Und als wir mal zu Besuch bei Busch und Müller waren, das war übrigens ein ganz besonderer Tag, da saß ich im Intro mit dem Guido Müller zusammen auf einem Stuhl in der Produktion und ich habe so gesagt, eigentlich ist ja ein ganz großer Schwerpunkt die Fahrradbeleuchtung und da ist ja richtig was los in Wirklichkeit. Also wenn man so überlegt, mittlerweile gibt es Fernlicht, Bremslicht, Kurvenlicht und so weiter. Und wo führt das doch alles hin? Ja, also da ist richtig Musik drin in dem Thema, weil wirklich die Technik sich immer weiterentwickelt, die LEDs werden immer heller und mit Fernlichtern erreicht man mittlerweile fast Autoscheinwerferhelligkeiten und da sind unsere Jungs und Mädels auch ganz gut zugange, neue Sachen zu entwickeln und da kommen noch sehr, sehr viele spannende Produkte auf den Markt. Aber was du gerade schon sagtest, Fernlicht, Kurvenlicht, Bremslicht gibt es schon. Ja. Und da wird dem Fahrer oder das Fahrrad wird dann demnächst auch nicht mehr dem Motorrad nachstehen, also da kommt noch einiges. Schöne Grüße erstmal an dieser Stelle, weil anhand seines Grinsens konnte man vielleicht auch denken, naja, als nächstes haben wir wahrscheinlich Blinker, die auch zugelassen sind. Also ganz ist der Gesetzestext ja noch nicht fertig, aber das habe ich im vorherigen Video auch gesagt. Darüber will ich gar nicht sprechen, weil dass das hier zugelassen wird und irgendwann zugelassen ist, das ist, denke ich, völlig logisch. So, und falls du dich fragst, welchen Scheinwerfer haben wir denn hier an unserem Riese und Müller Charger 4 Touring? Das ist auch ein Scheinwerfer aus dem Hause Busch und Müller. In dem Fall ist es der IQ XL, der hellste Scheinwerfer aus dem Hause Busch und Müller mit Fernlichtfunktion. Wenn du sagst, Scheinwerfer finde ich auch super interessant. Wir haben einen großen Lichttest gemacht, den findest du auch auf diesem Kanal. Und auch da war dieser Scheinwerfer ganz weit vorne mit dabei. So, ich könnte auch sagen, Achtung Innovation, weil Warnblinkanlage habe ich mal schnell eingeschaltet und zack ist es aus. Ja, Blinker am Fahrrad, ich denke mal in ein paar Jahren wird es ein Standard sein und wenn du jetzt sagst, möchte ich mal gerne ausprobieren, möchte ich mir mal in echt angucken, ich möchte zu den ersten gehören, die das mal live gesehen haben. Oder auch, wenn du sagst, du möchtest es haben, komm zu uns nach Jadaberg. Das Fahrrad steht hier im Geschäft, kannst du dir angucken, kannst du ausprobieren, kannst du staunen und meinetwegen auch sehr, sehr gerne bestellen. Musik